Willkommen bei einem neuen Video vom Kanal, Leute. Ich bin Simply Football, ich bin's Jan und wir grinden heute ein bisschen rein. Das ist ein kleiner Football-Vlog. Ich bin noch echt ein bisschen ungeübt mit der Kamera und es ist einfach komisch, die so vor mir ist, Leute. Weiß ich noch nicht genau, wie ich das finde. Aber ich habe richtig Bock und ihr wisst es vielleicht, ich war jetzt ein paar Monate krank und konnte kein Football spielen, habe aber jetzt bald ein Probetraining in genau 8 Tagen oder so. Nee, 5 Tagen, egal, auf jeden Fall bald ein Probetraining bei den Hamburg Huskies und dafür will ich ein bisschen reingrinden. Ich bin jetzt schon seit einer Woche wieder echt dabei zu worken, zu trainieren wieder und probieren wieder reinzukommen, meine Form zu kommen, aber ich hatte erst Corona, dann eine Mandelentzündung, dann eine Ohrenentzündung und sowas und wenn man halt so raus ist, dann ist es nicht so einfach. Davor war die Winterpause, aber ich probiere auf jeden Fall wieder reinzukommen ins Football und dann, dass ich beim Probetraining bei Huskies auf jeden Fall gut abliefern kann, Leute. Also das ist mein erstes Footballtraining jetzt seit langem. Ich mache einfach ein paar Drills und alles, habe meinen Kumpel mitgenommen, der für mich ein paar Bälle werfen kann und sowas. Ja, genau, mal gucken, wie das wird. Seid nicht zu hart zu mir. Schreibt aber auch gerne Tipps in die Kommentare, Leute. Tipps in die Comments, Mann. Das wäre richtig geil. Kommentiert allgemein viel für den YouTube-Algorithmus. Dann würde ich sagen, packe ich jetzt einmal meinen Stuff ein, dann geht's gleich los. Moin, Leute. Wunderschönes Herzlich willkommen. Wir sind hier schon auf dem Vorplatz. Da sind auch schon, seht ihr, das erste Hühnchen liegt da schon. Mein Bro Michi holt gerade noch eine Musikbox. Ich würde sagen, ich wärme mich schon mal auf und dann geht's los, Mann. Moin Leute, da sind wir auch schon, ich sag mal, in-game auf dem Platz draußen. Erstmal jetzt vorab ein, zwei Sachen, bevor es jetzt wirklich im Video an sich losgeht oder mit dem Stuff von mir, den ihr seht. Erstmal, wie gesagt, Leute, ich bin kein Profi, er ist kein Profi. Der liebe Michi, erstmal hatet ihn nicht. Ey, lobt ihn eher. Ich meine, wir haben mit 2 fucking Stunden draußen im Regen. Ich hoffe, man kann den Regen sehen. Ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall ziemlich geregnet. Auch wenn man auf der Kamera nicht so krass sehen kann. Er hat keinerlei Football-Erfahrung, er kann auch nicht wirklich werfen und sonst was, haben wir jetzt erstmal ein bisschen geübt und so. Basic kann er ganz bisschen, aber an sich ist Football nicht so sein, sondern einfach rausgekommen, um mich zu unterstützen. Aber dafür verdient er ein richtig fettes Ehrenmann in den Kommentaren, Leuten. Und schreibt gerne Tipps für mich auch rein, Leute, haut gerne rein, interessiert mich auch. Und eine andere Sache hätte ich ja auch noch, ich weiß, die Kameraqualität ist noch nicht so krass und in Zukunft werden wir auch mit einem Kameramann arbeiten, mit mehreren Kamerablickwinkeln, stellen wir mehrere Stative auf, aber im Regen ist halt schlecht. Allgemein mit einer Kameraposition hatten wir schon Glück, dass wir die gefunden haben und dass da trocken war, Leute. Aber in Zukunft, ich werde auch mehr kommentieren etc., aber ich muss mich erstmal reinfinden, dieses ganze YouTube-Real-Life-Zeug, sage ich mal. Und da könnt ihr auch gerne Tipps reinhauen, Leute, aber gebt mir ein bisschen Zeit, mich da wirklich reinzufinden, dass ich da wirklich reinkomme und dann wird die Videoqualität auf jeden Fall auch steigen. Jetzt wünsche ich euch richtig viel Spaß mit dem Video. So Leute, da hört ihr mich noch einmal ganz kurz wieder, denn ich will kurz erklären, was beim nächsten Drill quasi mein Ziel ist. Ihr seht da, ich sprinte an und das kann man jetzt leider schlecht erkennen, aber ihr seht da nämlich, es ist ein sehr schräger Cut, den ich da probiere, denn das ist ein bisschen meine Schwäche, auch teilweise die Cuts. Und bei einem Cut, jetzt seht ihr das, ich sprinte an und jetzt stoppe ich kurz und drehe den Kopf nach links und mache einen Schritt nach links, um den Gegner zu verwirren, dann stoße mich ab zum Cut und das ist einfach das, was ich da jetzt ein bisschen üben möchte. Ich weiß, teilweise sieht es auch noch nicht so gut aus und alles, aber wie gesagt, ich übe und das ist mein erstes Football-Training seit Monaten, also seid nett mit mir, Leute. Aber haut auch gerne noch mehr Tipps rein, Leute. Let's go! Oh,
Digga, was? Wie heißt du? Du hast dir durch die Beine gewürfelt. Ja. Jo Leute, ich weiß genau, was jetzt davon reinschneide. Ich weiß auch nicht, ob ihr mich jetzt wirklich seht oder sonst was. Aber war auf jeden Fall nice bis jetzt. Ding ist, mein Kumpel, er kann kein American Football spielen, er kann sonst was, aber Ehrenmann ist trotzdem mit mir rausgeht und worked und grindet. Auf jeden Fall richtig geil, Mann. Nice. Ey, nochmal Grüße geht raus an den lieben Michi. Instagram ist auch in der Videobeschreibung verlinkt, genauso wie andere YouTube-Kanäle, die ich geil finde, Leute. Also ich danke euch erstmal fürs Zuschauen, danke, dass ihr bis jetzt am Start seid. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr auf sowas Lust habt, dann abonniert auch sehr gerne, kommentiert auch sehr gerne für den Algorithmus und gönnt auch sehr gerne einen Like, Leute. Also wie gesagt, ich habe noch ein bisschen mehr vor mit dem Kanal, ich habe auf jeden Fall viele Pläne, sage ich mal. Ich will mich von der Qualität auch noch steigern. Es werden auch noch Aufnahmen mit einer Drohne kommen, so verspreche ich euch auf jeden Fall. Und ich habe auf jeden Fall Bock mich wirklich, jetzt Videoqualitäten will ich noch nicht so nice. Ich habe Bock da richtig krass zu steigern, auch im Football. Wirklich zu verbessern, wirklich ein viel besserer Spieler werde allgemein mal auf meiner Trainingsreise. Wenn ihr mich da begleiten wollt, wie gesagt, abonniert sehr gerne, Leute, teilt auch sehr gerne den Kanal. Wie gesagt, ey, das ist das zweite Video, was ich hochlade, Leute. Also erstmal nochmal vielen, vielen Dank für euren Support und danke an alle, die am Start sind, Leute. Football Community muss zusammenhalten. Damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend oder einen guten Morgen oder sonst was, Leute. Haut rein und ciao.